Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute kümmere ich mich um den ganzen Scheiß da hinten und wie ich das vorhab, seht ihr jetzt. Viel Spaß und let's go. Ja, die Ecke sieht hier vom komplett katastrophal aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt von da nach da, das sind genau 3 Meter, da habe ich schon 2 Balken an der Wand gedübelt. Wollte ich mir jetzt ein Regal hinmachen, wo ich dann ja das Holz rein sortieren kann. 3 Meter ist, glaube ich, ein ganz gutes Maß, das kauft man öfters. Zum Beispiel die Bretter haben 4 Meter, die passen ja dann auch auf jeden Fall noch rein. Ich wollte jetzt erstmal vier von den Dingern an der Wand schrauben. Letzte Schraube, Akku leer, Premium. So, der Plan ist folgender. Ich hatte hier noch zig von diesen dicken Dingern über und habe mir gedacht, dann nehme ich die einfach, brauche ich jetzt nicht mein, ich sag mal, gutes Meterholz noch verwenden. Auf jeden Fall habe ich den hier schon mal dran geschraubt. Ist relativ massiv jetzt das Ganze, aber ja, dann soll es wohl auch nicht runterfallen. Ich habe mit 4 Schrauben jetzt hier festgemacht, aber das war mir von vornherein schon klar, dass sich das noch bewegt. Dann habe ich mir gedacht, ich stabilisiere das unten einfach mit so einer Dachlatte. Habe ich mir jetzt angezeichnet, die kommt dann so hier zwischen. Schraube ich die dann da vorne einfach an und hier von unten. Und dann sollte sich das nicht mehr bewegen. Ja, das war der Plan. Die Dinger habe ich schon angezeichnet. Hier die dicken Balken auf 45. Die Dinger zeichne ich mir jetzt hier auf der Dachlatte an und damit ich dann nicht ständig den Winkel von der Kapp- und Gehrungssäge verändern muss, habe ich mir das jetzt einmal angezeichnet. Ich finde es immer schick, erstmal alles zurecht zu sägen und dann brauchst du nur noch Schrauben. Ja, und das mache ich jetzt erstmal. Zugesägt habe ich die alle. Die habe ich jetzt auch schon dran geschraubt, die obersten 4. Jetzt habe ich mir die schon mal angehalten und vorgebohrt. Jetzt schraube ich die dann da dran. Und dann kommt der Scheiß endlich vom Boden weg. So, ich glaube, das ist so ganz cool. Ich glaube, niemand außer mir schafft es, ein Torx-Bit kaputt zu kriegen. Er ist komplett krumm, damit kannst du gar nichts mehr machen. Mit Kreuz und Schlitz komme ich sowieso schon nicht zurecht. Deswegen kaufe ich immer Torx und ja, selbst das kriegt man krumm. So, ich schmeiße die großen da schon mal drauf, hier diese ganzen Scheißdinger. Die mich hier vorne schon mal bewegen kann. So gefällt mir das richtig, richtig gut. Eigentlich wollte ich das ja aus Metall machen und schweißen, aber ich hatte heute Zeit, weil es gerade hier und wie das immer so ist, dann ja mal gucken, anhalten, ja, könnte das so funktionieren und auf einmal bist du schon mittendrin. Deswegen mache ich das jetzt so, brauche ich nicht erst Metall bestellen und. Ja, ich glaube, das ist so ganz cool. Ja, ich würde sagen, schraub die anderen 4 Dinger eben noch dran. Für euch gibt es wahrscheinlich einen schicken Zeitraffer.
Und ja, dann sehen wir uns gleich. Das Regal ist soweit fertig. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe nämlich gerade hier drin gefegt. Es ist so hart am Stauben. Also vor 5 Minuten, ich glaube, da oben an den Lampen und so sieht man das noch. Das war auf jeden Fall nicht die beste Idee. Ich glaube, ich muss den ganzen Kram einsaugen. Ich habe so einen Industriesauger. Ich sehe jetzt schon, wie sich das auf der Linse wieder absetzt. Wahnsinn. Naja, das ist auf jeden Fall soweit fertig. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann sieht die ganze Ecke auch ein bisschen vernünftiger aus, nicht so wüst, wenn man hier reinkommt. Und dann passt das auch ganz cool mit den Podestern im Hintergrund. Da ist das hier, ja. Weil wenn man auf dem Podest gesessen hat, hast du halt hier auf diese Müllecke geguckt. Absolut Katastrophe. So gefällt mir das richtig gut. Top Geschichte, das ist auch richtig stabil. Wir hängen auf jeden Fall jetzt schon ein paar Kilo an der Wand. Solange die Wand das mitmacht, ich glaube, an meiner Konstruktion soll es nicht scheitern. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare, abonniert auf jeden Fall den Kanal und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende und bis die Tage. Ciao.